Mein Name ist Heide, ich bin Schulleiter im Alzerring-Gymnasium und möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Anything they want to say to try to bring it down, but I will not allow anyone to succeed. Hanging clouds over me, and they can try hard to make me feel that I don't matter at all, but I refuse to fall to him. Faith in my dreams, 'cause there's a light in me that shines brightly. They can try, but they can't take that away from me. Ich heiße Nurefshan Charlak. Ich gehe hier in die 6. Klasse. Ich finde diese Schule toll, weil das ein Privatgymnasium ist. Wir haben da viele Möglichkeiten zu lernen. Wir haben viele soziale Aktivitäten zusammen. Und wir sind wenige Kinder in der Klasse. Da können wir den Unterricht intensiver besprechen und ich lerne viel mehr. Mein Durchschnitt war 1,8, jetzt bin ich schon bei 1,4. Und das finde ich halt gut. Und wir machen samstags immer ein Mädchen- und ein Jungen-Treff. Da treffen wir uns mit den Freunden halt. Wir können von den Betreuern Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen. Manchmal üben wir zusammen für eine Arbeit. Und das ist schön, wenn man sich so zusammen trifft und mal was gemeinsam isst oder frühstückt, was wir auch öfters machten. Und wenn ich groß bin, möchte ich gerne Lehrerin werden und auf dem Alzerring-Gymnasium arbeiten. Mein Name ist Mette Sever. Ich komme sehr gerne hier zur Schule, obwohl ich einen sehr langen Weg habe. Ich habe sehr viele Freunde hier. Der Unterricht macht mir auch sehr Spaß. Ich komme sehr gut klar mit den Lehrern. Wir sind sehr kleine Klassen und das hilft uns dann besser im Unterricht. Wir haben im Unterricht dann eine bessere Lernatmosphäre und die Lehrer haben dann halt eine bessere Übersicht auf die Kinder, also wenn es weniger Kinder sind. Nur, dass wir halt dann noch intensiver betreut werden und ja, dann haben wir hier noch Mittagessen, wir essen hier warm und am Samstag haben wir dann nochmal mit unseren Tutoren, haben wir dann Freizeitaktivitäten, spielen Fußball und machen dann halt Sozialkompetenz. Mein Name ist Ali Aslan. Ich bin selbstständig. Ich habe einen Friseurbetrieb. Und Grund, dass wir diese Schule gewählt haben, ist, vor 2 Jahren haben wir unser erstes Kind eingeschult. Und dieses Jahr haben wir den 2. Kind eingeschult. Grund, warum wir diese Schule gewählt haben, ist es folgendermaßen. Also Privatschulen sind natürlich besser gegenüber den staatlichen Schulen. Und Vorteile gibt es natürlich, dass das Kind von 8 Uhr bis 16 Uhr hier in der Schule sich aufhält. Und während dieser Schulzeit wird das Kind voll betreut mit zusätzlicher Hilfe, Hausaufgabenhilfe, mit Mittagessen. Und aus dem Grunde haben wir uns für diese Schule entschieden. Und die Schule selbst hat sehr viele Aktivitäten, wie zum Beispiel Auszeit, zusätzliche Betreuung. Wir sind also sehr positiv beeindruckt von der Schule, deshalb haben wir unseren 2. Sohn angemeldet. Wir haben noch eine Tochter, wenn sie soweit ist, wird sie auch noch eingeschult. Also werden wir 3 Kinder in der Schule haben. Mein Name ist Nihun Dilirisoğlu und unser Sohn ist jetzt seit 1 Jahr auf dieser Schule.
Wir haben uns für diese Schule entschlossen, weil es uns wichtig ist, unserem Sohn eine gute Bildung für die Zukunft zu ermöglichen. Das fängt schon bei der Klassengröße für uns an. Wir merken auch, wie gut wir Eltern hier aufgehoben sind. Das ist für uns als Eltern auch sehr wichtig. Wir sind intensiv in der Elternarbeit mit drin, sei es Elternschule. Ein großer Vorteil dieser Schule ist es, dass es eine Ganztagsschule ist. Die Betreuung ist ganztägig. Das heißt, also es findet eine sehr gute Nachmittagsbetreuung statt, wo die Kinder Hausaufgabenbetreuung haben. Dann bekommen die Kinder täglich hier ein warmes Mittagessen. Mein Name ist Aurel Crisafulli. Ich bin hier Musik- und darstellende Spiellehrer. Ich bin seit 2000 Lehrer. Und hier im Alsterung-Gymnasium bin ich jetzt seit 2 Jahren, also von Anfang an mit dabei. Und ich bin sehr froh, hier zu sein. Es ist eine sehr neue Schule, eine sehr offene Schule. Und es ist sehr familiär und die Schüler sind wirklich sehr nett. Und die Schüler brauchen heutzutage auch eine gute Ausbildung. Das kriegen die hier, weil ohne guten Schulabschluss kriegt man keinen Job mehr. Und viele Schüler werden wahrscheinlich eines Tages dann auch studieren. Und deshalb ist es sehr schön, hier zu sein. Und ich habe nette Kollegen, nette Schulleitung. Was will man denn mehr?